Thema Ortskurve. Also zunächst mal müsst ihr verstehen, was eine Ortskurve überhaupt darstellt. Wir haben hier eine Parabelschar gegeben. Ich habe mal ein paar Parabeln eingezeichnet. Das ist die Parabel für den t-Wert 2. Hier die Parabel für den t-Wert 4. Hier Parabel für den t-Wert minus 2 und minus 3. Jede Parabel hat jetzt einen Tiefpunkt. Hier, 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 hier. Und jetzt gibt's doch, kann man sich doch eine Verbindungslinie vorstellen. Ich meine, da gibt es jetzt noch ganz viele weitere Parabeln, die für den t-Wert 2,1, 2,2, die haben alle Tiefpunkte. Und eine Verbindungslinie, so eine gekrümmte Verbindungslinie, die durch alle Tiefpunkte der Schar verläuft, das ist die Ortskurve. Das ist dann die Ortskurve, auf der sich alle Tiefpunkte befinden. In dem Fall wäre das jetzt diese Parabel, also diese gestrichelte Parabel, auf dieser liegen alle Tiefpunkte der Parabelschar. Hätte jetzt in dem Fall die Gleichung minus x². Wie kommt man auf die Gleichung der Ortskurve? Zunächst mal, ihr habt gegeben eine Schargleichung und wenn es um die Ortskurve der Tiefpunkte geht, ne, es gibt genauso auch Ortskurven von Wendepunkten oder von Hochpunkten. Hier geht es jetzt um die Ortskurve der Tiefpunkte, dann muss man erstmal allgemein von der Schar die Koordinaten des Tiefpunktes berechnen. Okay, geht wie immer. Funktionsterm, hier ist die erste Ableitung, hier ist die zweite Ableitung, ja, also das t fällt hier ja beim Ableiten raus, ist eine Zahl mit Plus oder Minus, f' wird gleich 0 gesetzt, die Gleichung wird dann aufgelöst, x gleich t halbe wird in die zweite Ableitung eingesetzt, ja, da kommen immer positive Werte raus, ich kann gar nicht wirklich einsetzen, auf jeden Fall handelt es sich um einen Tiefpunkt, dann berechne ich noch zu t halbe den y-Wert, kommt darauf und habe dann die allgemeinen Koordinaten von dem Tiefpunkt von der Parabel. Schau. Okay, und jetzt kommt in die Berechnung der Ortskurve. Den ersten Schritt, Koordinaten des allgemeinen Tiefpunktes bestimmen, das haben wir. Das ist der aufwendigste Schritt, weil die nächsten Schritte, das werdet ihr sehen, das ist ganz einfach. X- und Y-Koordinaten explizit notieren, man erhält ein Gleichungssystem. X-Koordinate t halbe. Y-Koordinate minus t Quadrat Viertel. Fertig. Dritter Schritt, x-Gleichung nach t auflösen. Diese x-Gleichung ist ja im Moment nach x aufgelöst. Also wir wollen nach t auflösen, deswegen mal 2, dann haben wir t gleich 2x. T-Wert in y-Gleichung einsetzen. Hier haben wir die y-Gleichung. Statt dem t hier oben setze ich dann 2x ein. Minus 4x² durch 4 gibt minus x². Und fertig ist die Gleichung der Ortskurve. Also relativ simpel. Noch eine Schwierigkeit. Man muss immer ein bisschen drauf achten. Das ist das, was hier unten steht. Falls der Parameterwert t laut Aufgabenstellung beispielsweise nur positive Werte annehmen kann, t größer 0, haben alle Tiefpunkte einen positiven x-Wert. Na, der x-Wert vom Tiefpunkt war ja t halbe. Und wenn t nur positiv ist, dann haben alle x-Werte auch nur positive y-Werte. Somit ist auch nur der Teil des Schaubildes von minus x² Ortskurve, welche rechts von der y-Achse liegt. Ja, also ihr müsst dann gleich zu Beginn schauen, wie sieht es aus? Was habe ich denn? Hier ist meine Schargleichung, wie ist der Parameter definiert? Hier darf t alle Werte annehmen. Wenn jetzt hier stehen wird t größer 0, dann hätte ich nur diese Tiefpunkte hier, hier, hier habe ich keinen Tiefpunkt und dann ist nicht die gesamte minus x² Ortskurve, sondern nur dieser Teil hier. Und dann muss man auch notieren, irgendwie sowas wie nur für x größer 0 ist so die Gleichung der Ortskurve. Und bei uns war es jetzt aber so, falls der Parameter t laut Aufgabenstellung alle Werte annehmen kann, so gibt es sowohl Tiefpunkte mit positivem, als auch mit negativem x-Wert und ebenfalls einen Tiefpunkt mit dem x-Wert 0. Somit ist hier das gesamte Schaubild von minus x² Ortskurve. Ja, also das war ja unsere Situation, t-Element r. Das heißt, auch diese Tiefpunkte links sind dabei und somit sozusagen jeder einzelne Punkt auf dieser minus x² legt einen Tiefpunkt drauf. Deswegen ist das hier komplett die Ortskurve.